Ein Patient, der mich mittlerweile seit 5 Jahren regelmäßig zur Bypasskontrolle in meiner Sprechstunde besucht, hatte bereits eine doppelte Empfehlung zur Amputation am Unterschenkel aufgrund einer fortgeschrittenen Nekrose im Bereich der Ferse. Diese haben wir aufwendig abgetragen, mit Vakuumtherapie behandelt und gedeckt, sodass der Patient sein Bein behalten konnte. Und das ist ein Moment gewesen, wo ich mir gesagt habe, mein Gott, ich glaube, wir wissen noch gar nicht, wo sind die Grenzen der peripheren Bypasschirurgie, wo sind die Grenzen, was man erhalten kann. Und ich denke, dass mehr möglich ist als gemeinhin üblich. Musik.